soll eine Wohlfühloase sein für Menschen und Tiere. Das heißt, die Menschen können hier hinkommen und eben Kontakt zu den Katzen aufnehmen. Vielleicht viele können sich ja in der Stadt gar keine Katzen halten, weil der Mieter das nicht erlaubt oder vielleicht auch, weil es zu teuer ist. Und hier haben sie halt die Chance und Gelegenheit, mit diesen wunderbaren Tieren in Kontakt zu kommen, etwas zu essen, zu trinken und die zu streicheln, wenn sie wollen. Besonders wichtig ist uns natürlich hier die Hygiene. Das heißt, im Gastraum laufen die Katzen rum, aber hinter die Theke und die Küche kommt keine Katze und kein Katzenhaar. Das heißt, wir haben hier alles hermetisch abgeriegelt und das Küchenpersonal geht auch durch extra Eingänge rein und wäscht sich natürlich vorher die Hände und hat auch nicht die normalen Klamotten an, die sie vorher auf der Straße anhatten. Für unsere Gäste gibt es die Regeln eben, dass man eben das Tier oder die Katzen respektiert und respektvoll auf sie zugeht, sich ihnen nicht aufdrängt, auch nicht einfach hochnimmt und wegträgt, weil die Katzen sollen einfach auf die Gäste zukommen, wenn sie Lust haben, wenn sie Streicheleinheiten haben wollen, genau, aber es soll nicht aufgezwungen sein. Die Katzen haben die Regeln, dass sie niemals auf die Tische springen dürfen, da achtet unser Servicepersonal drauf. Genau, das lernen die aber auch mit der Zeit. Das heißt, die Katzen können auf dem Boden laufen, an den Wänden entlang, auch mal auf den Schoß kommen, wenn das die Gäste wollen, aber niemals eben auf den Tisch. Wir haben hier eine breite Auswahl an Speisen, alles vegan. Das heißt, wir haben Salate, wir haben Bowls, wir haben Burger, wir haben Sandwiches, aber auch Kuchen, Nachtisch und eben Mocktails, also Cocktails ohne Alkohol, Kaffee, genau.